So, ihr Lieben, die Motorhaube habe ich jetzt mal reingeholt. Und zwar wurde gerade erstmal der neue passende Anlasser bestellt. Das dauert jetzt ein paar Tage, deswegen werde ich mich in der Zwischenzeit hier um solche Sachen kümmern wie eine defekte Elektrik und als erstes jetzt hier um die defekte Aufnahme von der Motorhaubenhalterung. Ja, an dieser Seite sind ja beide Anbaukonsolen oder Anschraubpunkte noch vorhanden. Der hintere ist losgebrochen, der an der in Fahrtrichtung linken Seite, der hintere ist fest, der vordere nicht mehr vorhanden. Ja, und da sitzen ja diese zwei Hebel dran, die das Ganze dann in der Kurve um die Frontmaske drumherum fahren lassen beim Öffnen der Haube. Und naja, dieser Abstand muss irgendwie gewährleistet werden und mein Plan ist jetzt, dass ich hier ein Flacheisen biege, was hier rüber geht und was mir dann hier die beiden Bohrbilder letzten Endes bereitstellt, also auch den Abstand der beiden Aufnahmepunkte zueinander fixiert. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das hier irgendwie, keine Ahnung, festkriege, ob ich hier noch mit einem Kabelbinder das festmachen kann. Also, naja, es ist rausgebrochen, das Teil, was da fehlt, ist auch nicht mehr vorhanden. Da muss ich irgendwie tricksen und auch auf dieser Seite hier kommt eine entsprechende Verstärkung rein, denn obwohl das hier zwar noch vorhanden ist, aber halten wird das nicht mehr. Gut, dafür werde ich jetzt irgendwie, ja, mir Flacheisen bohren. So, und dann habe ich in meiner Restekiste noch Flacheisen gefunden, 3x25, ist zwar verrostet, aber das werden wir gleich einfach mit der Bürste reinigen und ich denke, dann kommt ein Striezer Lack drauf und dann sollte das gehen. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal anreißen, wie das Ganze aussehen soll. Ich werde das erste Bohrbild einbringen, also das erste Doppel. Das sind 46. Dann werde ich das einfach im Schraubstock biegen, weil in den Aufnahmen ist ein Höhenversatz von 35 mm und auch den muss ich ja mit kompensieren. Lustig bei diesem Gerät ist natürlich, dass es teilweise metrisches Gewinde ist und teilweise zölliges Gewinde. Liegt daran, obwohl ein österreichischer Hersteller, also die Firma Viking ist ja ein österreichischer Hersteller, und die werden dieses Gerät in den USA gekauft haben. Der wird da garantiert unter anderem Namen auch von mit einer anderen Haube rumfahren. Das hat man ja bei vielen Rasentraktoren so, dass sie zwar anders heißen, aber im Grunde gleich sind unter der Haube. Lustigerweise, ausgerechnet der Motor hat hier und da metrisches Gewinde und wenn nicht metrisches Gewinde, dann zumindest metrische Schlüsselweiten. Das Ganze dann aber gepaart mit einem zölligen Gewinde. Also es ist irgendwie verhext. Gut, ich werde jetzt hier das Bohrbild einbringen und dann das irgendwie biegen, in der Hoffnung, dass ich ja, die Anschlagpunkte miteinander verbinden kann und so das Ganze verstärken kann. Und dann schauen wir mal, ob ich richtig gemessen habe. Jo. Passt. Sehr schön. Gut, dann muss ich jetzt hier irgendwie ein
eine Verkröpfung, also das hintere liegt 35 mm weiter nach da. Und jetzt muss ich hier irgendwie so einen Winkel rein bekommen. Jo. Gehen wir mal einen Schraubstock. Mache ich aber hinter eurem Rücken. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ja, und jetzt könnte ich mir, also ich habe immer noch nicht mehr Platz hier in der Werkstatt, ihr merkt das gerade, ne? So, jetzt könnte ich mir ja das Ganze einfach mal hier hinlegen, gucken, wo habe ich hier die 35 mm, das wäre hier vorne, da, und jetzt so. Ja, und jetzt biege ich das hier an der Stelle, die ich mir gerade markiert habe, so rüber. Ein bisschen zu viel. Jetzt sieht das Teil so aus. Jetzt gehen wir wieder rüber. So. Und jetzt sollte das von der Höhe her passen. Jetzt kann ich es hier natürlich noch nicht drüber legen, weil die Schrauben hier oder das Bohrbild noch nicht drin ist. Deswegen richte ich das hier so aus, dass ich es vorne hier das Bohrbild passen würde. So. Hinten hier drauf und dann markiere ich mir hier den ersten und bringe jetzt hier, zeichne das an, den zweiten dazu. Dann bin ich mal gespannt, ob es passt. Ich kann das ja immer noch ein bisschen länger biegen oder hier die Kurve, die Radien ein bisschen anders machen, wenn es hinterher am halben Millimeter scheitert oder so. So, das Bohrbild ist jetzt drin. Das Teil sieht so aus. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann sollte das hier über alle vier Schrauben drüber passen und das sieht sehr gut aus. Top. Somit habe ich eine Versteifung der Aufnahmepunkte hier und das gleiche Teil baue ich jetzt noch einmal und das wird entsprechend dann hier hinten montiert. Hier kommen irgendwelche Distanzstücke zwischen und dann kann hier der zweite Auslenkarm, sage ich mal, oder Scharnierarm dann hier entsprechend angeschlagen werden, obwohl ich hier keine Verbindung zur Haube habe, aber wie gesagt, da kann ich irgendwie ein Distanzstück zwischen machen und das Ganze mit dem Kabelbinder fixieren, dass das nicht so rumjuckelt. Gut, ich baue den nochmal und dann können wir das auch irgendwie wieder zusammenfügen. Das war ja der erste Halter und der zweite sieht so ähnlich aus, nur dass ich da noch so eine Lasche umgebogen habe, denn ich denke, aus der Perspektive kann man es am besten sehen. Bei der vorderen Aufnahme hier sind diese Distanzstücke, diese Angüsse auch weggebrochen. Von daher muss der Aufnahmepunkt ein bisschen höher und das löse ich einfach hier durch das doppelt gebogene. Das heißt, wenn ich den jetzt hier aufsetze, ist diese Aufnahme im entsprechenden Abstand hierzu und dann sollte das passen. Und dieser passt natürlich hier vorne drauf. Ist ein bisschen doof mit der Kamera einzufangen, aber ihr habt es ja eben sehen können. Gut, das heißt, die Teile werden jetzt noch blank gemacht. Dann werde ich die wahrscheinlich nur grundieren oder mal gucken, ob ich noch schwarze Farbe da habe. Werden die lackiert, dann rosten die auch nicht weiter und dann sind wir damit auch durch. Ja, und während draußen jetzt die Grundierung trocknet, schaue ich mir mal die Beleuchtung an. Die soll ja auch wieder funktionieren. Dazu habe ich hier die Streuscheiben oder die Scheinwerfer einmal vorne aufgemacht
um zu gucken, wie das Ganze angeschlossen ist. Wir haben hier drei Kabel. Einmal schwarz-weiß von der Leuchte und einmal braun und weiß, was für diese Leuchte reingeht. Jetzt ist es so, dass die beiden weißen hier die Masse darstellen. Also weiß geht hier rein auf Masse, ist da mit der nächsten, mit dem nächsten weißen für Masse nach da zusammengefügt. Das heißt, der ist Masse und dann wird einmal hier mit dieser Scheinwerfer angesteuert mit Plus und hier das schwarze Kabel geht darüber auf Plus. Da wir natürlich generell nicht links und rechts separat schalten wollen, sondern nur einen Lichtschalter haben, werde ich jetzt hier die beiden Plusleitungen zusammenbauen und auf einen Kontakt legen und Masse bleibt separat. Dazu nehme ich ganz normale Kabelschuhe, die ich hier einbaue. Mal gucken, welche Größe da passen könnte. So, das Ganze geht natürlich mit einer Crimpzange am besten. Die Zange ist genial. Dafür nochmal an Alex, vielen Dank. Von dem habe ich die nämlich bekommen. Der hat die auch in meiner Amazon-Wunschliste gefunden. So, und ich werde einfach Steckkontakte mit Flachsteckern machen. Und schon haben wir den da drauf. Das ist jetzt noch hier ein bisschen kurz. Da nehmen wir gleich auch einen etwas größeren Kabelschuh. Machen wir noch ein bisschen länger. So. Die nehmen wir zusammen. Müsste aber weit genug drin sein. Jetzt hält es. Gut, das heißt, ich kann hier einmal einen kleinen Funktionstest machen. Dazu stelle ich euch auf die andere Seite. So, und zwar nehme ich einfach hier mal so einen 12 Volt Akku. Dann sollte das unser Plus sein, das sollte unser Minus sein. Und jetzt gucken wir mal, ob das Licht angeht. Licht auf beiden Tüten. Das ist sehr gut. Dann können wir das schon so lassen. Ich schraube das wieder zusammen. Hier einfach die Streuscheiben, die leuchten wieder zusammen. Und dann habe ich hier einfach Steckverbindungen. Das heißt, wenn jemand die Motorhaube abnimmt, irgendwann mal, dann muss er nur noch die Stecker auseinanderziehen. Gut, so viel dazu. So, ich habe die Haube jetzt wieder mit der Frontmaske verbunden, habe das Ganze mal provisorisch hier mit einer Schraubzwinge dran festgemacht und ich bin begeistert, was so ein bisschen Flacheisen nicht ausrichten kann. Also das läuft super, genauso wie es sein soll, genauso wie ich mir das vorstelle. So, ihr Lieben, der neue Anlasser ist da. Ich habe den schon ohne euch eingebaut und jetzt möchte ich mal das Polrad aufsetzen und schauen, ob das alles so passt, wie ich mir das vorgestellt habe oder was ich hier eventuell noch anpassen muss. So, das heißt Polrad drauf, aufpassen, dass der Keil vernünftig drin ist. Jetzt wird
das Polrad gerade schräg gezogen von den Magneten von der Zündspule. Und deswegen muss ich die Mutter auf jeden Fall mal eben anziehen. So, ich ziehe das fest. Und ja, dann wollen wir mal schauen, was sich hier tut. Und da knatscht es, wenn ich das Polrad drehe. Oh ja. Oh ja, das ist doof. Das ist doof. Da stimmt was nicht. Da müssen wir mal nachschauen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Schauen, ob wir es runterkriegen. Ja. So, ja, hier vorne sehe ich, da schleift es auf dem Gehäuse. Okay, ich habe eine Idee. So, ich habe nämlich ein Maß gar nicht genommen, und zwar die Stärke vom Starterkranz ist bei dem neuen jetzt gefluchtet, weil ich es so sonst nicht messen kann. Irgendwas im Bereich von 12 mm und der alte Starterkranz hat eine Stärke von 8 mm. Oh Mann! Ja, das Ding ist zu hoch. Wenn ich es mal daneben halte, so könnt ihr das direkt schon sehen. Also da sind 4 mm Differenz. Das heißt, ich muss das runterdrehen. Jetzt haben wir hier unten jeweils den Anlauf für das Ritzel, wo das einfädelt. Deswegen wäre es eigentlich schöner, wenn ich an der Oberseite abdrehen könnte. Ich baue das mal eben auseinander und dann zeige ich euch, was ich meine und schaue dabei auch, ob das funktionieren kann oder nicht. So, meine Überlegung ist jetzt, ob ich in diesem Bereich hier so viel runternehmen kann, dass meine Zentrierzapfen, die ja hier vorne zwischen die Magneten greifen, ob ich die ja, stehen lassen kann und nehme das nach hier außen hinweg. Aber das sieht schlecht aus, denn die sitzen hier vorne auf der anderen Seite und wenn ich hier 4 mm runterdrehe, dann ist meine Zentrierung weg. Das möchte ich natürlich nicht. Nee, das will ich nicht. Ja. Dann hätte ich noch eine Möglichkeit und zwar hier oben auf der von euch aus rechten Seite habe ich einen Überstand, einen Bund von 3 mm. Ich glaube, ich probiere das aus. Also ich müsste 4 mm wegnehmen. Vielleicht reicht es, wenn ich nur 3 wegnehme. Das heißt, ich würde das Ganze auf der Drehmaschine einspannen und würde das hier einfach oben plan drehen. Und dann muss ich gucken, ob das ausreichend ist. Das kann ich aber nicht messen, das muss ich einfach probieren. Im schlimmsten Fall müsste ich halt hier auf der Unterseite nochmal drüber drehen. Und mal hier, sieht man auch, wie er gekratzt hat. Ja. Ja, ich probiere das aus. Ich nehme euch mal mit zur Drehmaschine.
Ja, das geht schon mal in die Richtung. Aber ich wechsle mal eben das Werkzeug. So, zurück in der Werkstatt. Es passt, das ist gut. Ja, sehr schön. Jetzt muss ich natürlich hier die ganzen Senkungen einmal nachsetzen, weil ich auch auf der Unterseite ein bisschen was abgedreht habe. Also ich bin jetzt auf einer Stärke von 9 mm und ich war vorher irgendwie bei 12,5 oder so. Ich bin nicht ganz auf 8 mm runtergegangen, wie das bei dem alten Starterkranz der Fall war. Er ist knapp über 8. Ja, denn ich wollte hier die ganzen Anläufe, wo das Ritzel einfädelt, wollte ich nicht alle wegdrehen, weil an der Oberseite kann ich nicht mehr wegnehmen, sonst fällt mir die Zentrierung hier raus. Da habe ich schon so tief wie möglich angesetzt. Naja, ich werde es ausprobieren. Vielleicht funktioniert es ja. So, das heißt, das hatten wir ja schon mal. Da schaue ich jetzt, dass die Schraubenköpfe komplett versenkt sind. Und dann sollte das funktionieren. Ihr könnt natürlich gerade nicht so viel sehen, aber wie gesagt, wir hatten das ja schon. Den machen wir auch noch ein bisschen. Und schon läuft das hier. Gut, wo war meine Markierung? Hier vorne und da. So läuft das hier. Zack, zack. Und ich schraube das zusammen und dann sehen wir uns am Objekt der Begierde wieder. So, Trommelwirbel. Dann bin ich doch mal gespannt, ob das funktioniert. Wäre ja gelacht, weil im Grunde ist der Trecker ein wirtschaftlicher Totalschaden, weil es eben dieses Polrad ja nicht mehr gibt. So, ich habe auch hier unten dieses Blech wieder montiert, damit das alles wieder an Ort und Stelle ist. Jetzt ziehe ich einmal das Polrad fest, dass das richtig sitzt. Ja, und was haben wir jetzt? Nee. Ist immer noch fest. Ärgerlich. Also ich habe die Zündkerzen rausgenommen, dass ich jetzt keine Kompression habe. Dann schauen wir mal runter. Oh, tada. Sieht so aus, als wird das hier irgendwo noch schleifen. Aber auch das finden wir noch. Und zwar schleift er noch hier vorne auf der Kante. Und das ist auf einem Durchmesser von ungefähr
Ja, 165 mm. Jetzt schauen wir mal am Motor, was denn da wohl im Weg sein könnte. Dazu nehme ich jetzt einfach den Messschieber, halte den hier in etwa mittig an der Kurbelwelle an und schaue, was auf diesem Durchmesser von 165 mm auf dem Weg ist. Und dann sehe ich hier vorne, hat der Anbauflansch vom Anlasser so eine Nase. Ja, die geht hier bestimmt 5 mm hoch, wenn nicht sogar mehr. Das heißt, den Anlasser werde ich nochmal ausbauen, werde diese Nase abflexen und dann hoffe ich mal, dass es passt. So, dann setzen wir das Polrad mal wieder auf. Also ich habe hier vorne jetzt an dem Anlasserflansch die Nase abgesägt, habe den Anlasser wieder eingebaut und ohne jetzt das untere Blech einzubauen, möchte ich einmal das Polrad wieder aufsetzen, um zu schauen, ob wir hier frei sind. So, einfach nur einmal festmachen und tada, der Motor dreht frei. So, im nächsten Schritt fädel ich mal hier das Ritzel vom Starter per Hand ein. Gucken, ob das passt. Ja, das sieht so aus, als könnte das so funktionieren. Und wir haben auch hier Platz zwischen dieser Abdeckung hier oben und dem Polrad. Und allem Anschein nach so wie das aussieht, greift das Ritzel auch satt in den Starterkranz. Ja, das heißt, Zündkerzen sind raus, Polrad ist so erstmal befestigt. Ich lege hier mal eben ein bisschen Spannung an den Anlasser. Einfach hier den Pluspol auflegen, der von einem Starterrelais kommt. Und dann könnten wir jetzt im Idealfall den Motor mit dem Starter leer durchdrehen. Das probieren wir mal. Gucken. Versuch die erste. Tada! Sehr gut. Also das Rad fädelt wirklich ganz prima ein. Da kann man nichts gegen sagen. Ja, das wird funktionieren. Das fädelt gut ein. Der Motor dreht gut. Ja, das heißt, ich nehme das Polrad nochmal runter, mache die Abdeckungen, die hier drunter gehören, eben rein, setze die Abdeckhaube rein, schraube das wieder zusammen. Das mache ich ohne euch, das ist ja jetzt relativ unspannend. Und dann machen wir einen Startversuch. Okay, da freue ich mich drauf. So, also ihr seht, die Motorabdeckung ist wieder drauf, also das Luftleitgehäuse. Die Abdeckung vom Polrad ist wieder drauf. Die Kraftstoffpumpe ist dran. Der Anlasser, klar, das hatten wir gesehen. Jetzt schaue ich noch mal eben nach dem Öl. Und da hat mir der Vorbesitzer gesagt, dass die also im letzten Jahr einen Ölwechsel gemacht haben, wieder in der Werkstatt war. Das sieht auch relativ frisch aus. Man kann das so fühlen, die Schmiereigenschaft, ob die noch da ist. Und wenn wir mal schauen hier vom Füllstand her, sind wir also absolut im Bereich, wo wir sein sollen. Gut, Zündkerzen sind drin, Zündkerzenstecker drauf. Am Anlasser ist die Spannungsversorgung angebracht, ist festgezogen. Jetzt kommt hier noch die Abdeckung drüber.
In meinem Kästchen sind keine Schrauben mehr. Das heißt, ich habe alles wieder an Ort und Stelle zurück. Ja, und dann lassen wir es doch mal auf den Startversuch drauf ankommen. So. Leerlauf. Wir ziehen mal den Schok. Und dann gucken wir mal. Läuft super und springt auch sehr gut an. Also besser kann es ja bald nicht laufen. Schön, den Sitz muss ich nach hinten machen, so kann ich nämlich gar nicht sitzen. Und dann mache ich erstmal draußen eine Testfahrt. Er läuft, er springt an und alles funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video sehen konntet. Ich habe bei der Gelegenheit getestet. Und zwar den Fahrantrieb rückwärts wie vorwärts, das Ganze stufenlos. Beim ersten Start habe ich mit Schok gestartet. Hier ist unsere Gasverstellung, also Drehzahlverstellung, das arbeitet auch prima. Hier oben links ist ein Schalter für das Mähwerk, für die Mähwerkskupplung. Funktioniert auch. Ja, einzig was noch nicht geht, das Licht funktioniert nicht, die Hupe funktioniert nicht, aber ansonsten macht er alles das, was er soll. Mähen und fahren. Also ich bin super zufrieden, das ist cool. Ja, ihr Lieben, das soll es für den zweiten Teil gewesen sein. Also die Maschine läuft wieder, beziehungsweise lässt sich über den Anlasser starten, da bin ich total glücklich drüber und auch ein bisschen stolz, denn naja, für diesen Motor der 30er Serie von Briggs & Stratton gibt es keine Ersatzteile mehr, sprich den Starterkranz gibt es nicht mehr. Ich hatte es ja im ersten Teil, glaube ich, erwähnt, ich habe dieses Ersatzteil für $650 in den USA gesehen. Ich habe einen anderen Starterkranz modifizieren können, der passende Anlasser ist drauf, das ganze Ding funktioniert wieder und naja, dadurch ist der Rasentrecker jetzt von einem wirtschaftlichen Totalschaden zurück ins Leben geholt worden. Und ich hoffe, dass der auch noch ein paar Jahre dann durchhalten kann. Die Basis ist super, von daher alles gut. Zum Thema Ölwechsel und generell Betriebsstoffe, also der war letztes Jahr in der Werkstatt und der Vorbesitzer hat mir zugesichert, also Ölwechsel ist gemacht worden, Ölfilterwechsel ist gemacht worden und auch der hydrostatische Antrieb
ist durchgeschaut worden und hat entsprechend seine Betriebsmittel bekommen. Von daher ist auch da alles tutti. Ich habe das kontrolliert. Alles gut, das ging aber abseits der Kamera. Ja, für den zweiten Teil soll es das gewesen sein. Ich denke, wir haben wieder genug für Material in der Kiste. Der dritte Teil wird der letzte sein. Wird auch ganz spannend, denn, wie eben gesagt, Beleuchtung geht noch nicht, die Hupe geht noch nicht. Da schauen wir uns mal ein bisschen an, wie das funktioniert mit Relaissteuerungen und. Messen die ganze Karre mal durch. Da erkläre ich euch ein bisschen was zu. Und das Mähwerk müssen wir noch machen. Da ist ja ein bisschen was dran zu tun. Seid gespannt. Wir sehen uns zum dritten Teil wieder. Der kommt dann nächste Woche. Bis dahin, habt eine schöne Woche, schönes Wochenende noch. Besucht den René von der Obermühle Niederurf. Kanal verlinke ich euch im Abspann. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.